Römer 11, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Paulus zeigt uns in Römer 11 ein großes heilsgeschichtliches Programm. Ganz Israel soll am Ende der Gemeindezeit gerettet werden. Paulus sagt das in erster Linie zu uns Christen, damit wir uns nicht selbst für klug halten, weil wir meinen, wir hätten das Evangelium verstanden, Israel aber nicht. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, sagt Paulus, und zwar bis die Vollzahl der Heiden hinzugekommen ist. Dann wird die Verstockung Israels enden. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Also sollen wir nicht stolz sein und uns über Israel erheben. Aber wenn am Ende der Gemeindezeit ganz Israel gerettet werden wird, dann ist Israel heute noch verloren. Denn sonst müsste es ja nicht gerettet werden. Aber warum ist Israel verloren? Weil Israel nicht an Jesus Christus glaubt. Denn wer den Sohn nicht hat, hat den Vater auch nicht. Wie Johannes sagt, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Und an anderer Stelle, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wiederum, wer da glaubt an den Sohn Gottes, der hat solches Zeugnis bei sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Das sind sehr ausschließliche Bibelstellen. Denn diese Bibelstellen schließen alle Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, vom Heil aus. Diese Ausschließlichkeit macht das Evangelium auch so ärgerlich. Gerade in unserer modernen, liberalen Welt. Gäbe es einen Weg, Gott zu nahen, ohne Christus, dann wäre Israel wahrscheinlich am nächsten dran. Denn Israel ist das Volk der Verheißung. Aber laut dem Neuen Testament gibt es nur einen einzigen Weg zu dem heiligen Gott. Das ist der Weg, den er selbst geschaffen und vorgeschrieben hat. Das ist Jesus Christus und Jesus Christus allein. Und da machen wir Gott nicht zum Lügner. Wie Johannes sagt, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott zeugt von seinem Sohn. Sondern wir predigen das, was das Evangelium uns aufgibt. Egal wie die Zeit sein mag. Wo wir gerade bei der Zeit sind, ich möchte auch kurz auf diesen Coronavirus zu sprechen kommen. Weil viele Menschen sich fragen, ob Corona in der biblischen Heilsgeschichte auch angekündigt ist. Ob das, was wir heute erleben, mit der biblischen Endzeitgeschichte im Zusammenhang steht. Ich glaube, dass die Bibel hierüber nichts sagt. Denn die Prophetie, die die Völker der Welt betrifft, reduziert sich darauf, ob ihr Handeln mit Israel in Verbindung steht. Es gab Prophetie für die Völker im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja. Und es wird wieder Prophetie geben in der Endzeit, wenn die 70. Jahrwoche Daniels wieder anfängt zu laufen. Dann wird es auch wieder Prophetie für die Völker geben. Aber während der Zeit der neutestamentlichen Gemeinde gibt es keine Prophetie für die Völker. Nicht für Russland, nicht für Amerika, nicht für China, auch nicht für Europa. Es gibt Zusagen und Verheißungen während der neutestamentlichen Gemeinde, auch allein und nur für die Gemeinde Jesu. Es gibt Zusagen und Verheißungen allein für jeden Einzelnen von uns, der an Jesus Christus glaubt. Die gibt es schon, aber nicht für die Völker, nicht für die Nationenschar. Die Prophetien über die Völker der Welt ist gestoppt.
die hat aufgehört und die wird irgendwann wieder einsetzen in der letzten Zeit. Und sie ist beschränkt auf die Völker, deren Geschicke mit Israel in Verbindung stehen. Das sagt Daniel sehr deutlich, da haben wir jetzt keine Zeit drauf einzugehen. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Corona-Sache in der Bibel nicht vorhergesagt ist, wie das manche Rabbiner meinen, in der Bibel durch Zahlenlehre herauszulesen. Wir befinden uns also heilsgeschichtlich in einem Zwischenraum, in einer Zwischenzeit von Gottes Heilsgeschichte, in der sich Gottes Wort und Gott selbst ganz privat und sehr freundlich und sehr persönlich an die Kinder Gottes wendet, aber nicht an die Völker der Welt. Und in Christus sind für die Kinder Gottes alle Verheißungen Ja und Amen, weil wir Angekommene sind in Jesus Christus. In ihm haben wir das Heil gefunden, ein ewiges Heil gefunden, Corona hin oder her. In Christus sind wir am Ziel, heute schon. Und deswegen dürfen wir auch etwas mutig sein, Corona hin oder her. Ich rufe Ihnen das gerne zu. Seien Sie mutig. Wir sind Christen, für uns ist alles gut geworden. In China haben die Menschen, als Corona angefangen hat, angestanden um Masken. Und die chinesischen Christen, die sind denen entgegengegangen und haben gesagt, nicht die Maske rettet ihr Leben, sondern Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde Jesu. Wir sollen dem ja Folge leisten. Ich ziehe ja auch nicht gerne eine Maske auf. Ich ziehe die hier aber auf, weil ich sie nicht ärgern will. Ja? Für uns ist alles gut. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzusagen. Ja? Unsere Aufgabe ist, für den Nächsten zu sorgen, nicht für unser eigenes Leben. Das ist die Gemeinde, der Auftrag der Gemeinde Jesu. Vielleicht heute mehr denn je. Wir haben die Liebe Gottes in Jesus Christus erkannt und ergriffen, wie wir selbst von ihm ergriffen worden sind. Und wir haben Licht durch Gottes Geist und durch Gottes Wort. Und diese Bibelstelle in Römer 11, die können wir heute Morgen in ihrer Tiefe nicht ganz durchleuchten. Dazu fehlt uns die Zeit. Aber was ist jetzt mit Israel? Wir haben in der Psalmlesung bereits vom Hause des Herrn gehört. Das Haus des Herrn, das ist der Tempel in Jerusalem. Zur Zeit Davids noch nicht. David hat im Psalm 121 geschrieben und er schreibt vom Tempel, vom Haus des Herrn. Aber den hat ja erst sein Sohn gebaut, der Salomo. Zur Zeit Davids war das noch ein Zelt des Herrn. Ja? Als ob David da schon in die Zukunft schaut. Manche Israelis oder manche Juden möchten gerne in Jerusalem wieder einen zweiten Tempel aus der Zeit des Herodes aufbauen. Den nennen sie dann den dritten Tempel. In diesem Tempel sollen Gott nach 1950 Jahren wieder alttestamentliche Opfer gebracht werden. So zumindest die allgemeine Annahme. Aber welches Priestertum wird denn da installiert? Ein alttestamentliches Priestertum, ein aaronitisch-levitisches Priestertum. Und nach diesem Priestertum soll in diesem dritten Tempel, den die Juden bauen wollen, in Jerusalem, geopfert werden. Aber gilt dieses Priestertum heute noch? Nein. Welches Priestertum gilt denn heute? Das Priestertum Jesu Christi gilt. Er ist der hohe Priester. Und alle, die an Jesus Christus glauben, sind die Priesterschaft. Jesus Christus ist der hohe Priester und er ist sogar ein ewiger hoher Priester. Ohne Anfang und ohne Ende. Er ist kein Priester mehr nach der aaronitisch-levitischen Priesterschaft. Nach welcher Priesterschaft ist er denn Priester? Nach der Ordnung Melchisedeks. Nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek heißt aber auf Deutsch Priesterkönig. König, Priester. Melech Zadok. Jesus Christus ist nicht allein hoher Priester, sondern er ist auch König. Er ist der ewige König, Priester Gottes. Das sagt die Schrift.
Er ist unser hoher Priester und er versöhnt seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt uns alle vor Gott, alle, die an ihn glauben. Mit welchem Opfer denn? Mit dem Opfer, das er selber gebracht hat. Er ist also hoher Priester und Opfer gleichzeitig und er lebt in Ewigkeit und kann uns ewig vor Gott vertreten. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das sagt die Schrift. Er ist hoher Priester, aber er ist noch nicht König. König wird er sein, wenn Israel ihn anerkennt. Wenn er sich Israel offenbart, wie Josef sich in Ägypten seinen Brüdern offenbart, dann wird Jesus auch König sein, König Israels und König der Welt. Dann wird er Melchisedek sein für die ganze Welt. Wir erkennen ihn jetzt schon als unseren hohen Priester. Und wir wissen, weil wir aus Gottes Wort Licht haben, dass er eines Tages auch König sein wird. Aber wenn Jesus Christus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist, dann hat sich das Priestertum ja geändert. Das Priestertum ist vom aaronitisch-levitischen Priestertum auf das Priestertum Melchisedeks übergegangen. Das Priestertum hat sich geändert. Wenn aber die Juden in dem von ihnen geplanten Tempel alttestamentliche Opfer bringen und diese Opfer nach aaronitisch-levitischem Priestertum opfern, dann sind diese Opferungen falsch. Dass sich das Priestertum geändert hat und auf den Melchisedek übergegangen ist, das glauben die Juden nicht. Und deswegen wollen sie einen Tempel bauen, wie zur Zeit von Herodes, und dort Opfer opfern aus dem Alten Testament nach einer Priesterordnung, die bereits vorbei ist. Aber wenn sich das Priestertum geändert hat, dann muss sich ja auch der Gottesdienst ändern. Und wenn sich das Priestertum geändert hat, dann hat sich auch das Gesetz geändert. Dann haben sich auch die Verheißungen geändert. Dann hat sich auch das Volk Gottes geändert. Der Gottesdienst hat sich geändert, weil er nicht mehr in äußerlichen Opfern im Tempel in Jerusalem besteht. Sonst müssten wir ja alle nach Jerusalem ziehen. Sonst wäre der Altar hier voller Blut, weil dann jeden Sonntag hier geopfert werden würde. Ja? Wird's aber nicht. Warum ist der Altar denn ohne Blut? Weil das Blut Jesu Christi ein für alle Mal vergossen ist. Das Priestertum hat sich geändert. Unser Gottesdienst besteht darin, wie Epheser 5 sagt, singet und spielet dem Herrn in euren Herzen und sage Dank alle Zeit für alles. Das ist unser Gottesdienst. Wir danken Jesus Christus für sein Opfer. Das Gesetz hat sich auch geändert. Das besteht nämlich nicht mehr in toten Buchstaben, sondern es gilt das Gesetz des Geistes. So wie Paulus im Römerbrief schreibt, nun aber sind wir vom Gesetz los und ihm abgestorben, sodass wir dienen sollen im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens. Das Gesetz hat sich geändert. Gottes Verheißungen haben sich auch geändert. Denn Israels Verheißungen waren irdisch und die Verheißungen der Gemeinde sind himmlisch. Israel hat eine irdische Verheißung mit einem irdischen Land, dem Land Israel, und einer irdischen Stadt, der Stadt Jerusalem. Die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung, nämlich den Himmel selbst und das himmlische Jerusalem. Denn die ist unser aller Mutter. Also hat Israel irdische Verheißung mit einem irdischen Priester nach einem Priestertum Levis und Aarons. Und die Gemeinde hat eine himmlische Verheißung mit einem himmlischen Priester und mit himmlischen Opfern, das die Frucht eurer Lippen. Das ist etwas anderes. Nach Jesu Tod und Auferstehung hat sich alles geändert. Auch Gottes Volk hat sich geändert. Gottes Volk ist ein Nichtvolk aus allen Nationen, aus allen Menschen, die an Jesus Christus glauben. Nicht mehr aus nur einer Nation. Aus allen Nationen. Wer sagt das denn? Jesus sagt das. Paulus sagt das. Nicht mehr nur ein Volk, sondern alle Völker. Und es genügt auch nicht nur einem Volk anzugehören, sondern man muss glauben an den Messias Jesus.
Paulus schreibt, da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte. Sküten sind die Germanen, das ging bis an die Elbe rauf, das sind wir hier. Also die Schwaben zählen da irgendwie auch mit zu. Ja? Also die Sküten, das sind alle Heidenvölker, alle Völker dieser Welt. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, sondern alles und in allen Christus. Oder eben nicht. Das ist etwas Neues. Zu Israel sagt er in Hosea 1, Vers 9, ihr seid nicht mein Volk, so will ich auch nicht euer Gott sein. Das ist hart. Das ist fast kaum mehr erlaubt zu predigen. Israel war für 2000 Jahre ohne Priester, ohne Tempel, ohne Opfer, ohne Reinigung, ohne Geist, ohne Wiedergeburt, ohne Messias, ohne Gott. Denn wer den Sohn nicht hat, hat den Vater auch nicht. Aber wird Israel für immer verloren bleiben? Nein. Gott wird sein Volk wieder annehmen. Wie Paulus sagt, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Was nun? Was Israel suchte, hat es nicht erlangt. Aber die Auserwählten haben es erlangt, nämlich gerecht zu werden vor Gott, hat Israel versucht im Gesetz. Aber die Auserwählten aus Israel sind gerecht geworden durch den Glauben an Jesus. So hat die Gemeinde Jesu Christi angefangen. Die übrigen aber sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören bis auf den heutigen Tag. Wenn Israel heute einen dritten Tempel bauen will, dann deswegen, weil ihre Augen verfinstert sind. Denn wenn Israel Licht bekäme und sich zu Jesus Christus bekehren würde, dann würden sie keinen Tempel mehr bauen. Den Tempel, den sie heute aber planen und zu bauen suchen, wollen sie nach alttestamentlichem, aaronitischem Priestertum betreiben. Warum? Weil Gott ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben hat. Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Das aaronitisch-levitische Priestertum ist beendet und wird nicht mehr aufleben. Es gilt nicht mehr, denn es gibt ein neues Priestertum, das ewige Priestertum Jesu Christi, der ein ewiger himmlischer Königpriester ist und bleibt. Israel soll laut Bibel auch gar keinen Tempel bauen. Laut Bibel soll Israel sich zu seinem Messias bekehren. Das sagt die Schrift. Dann hätten auch sie und sie zuallererst einen Priester, ein Opfer, einen Tempel, Vergebung, Reinigung, Heiligung. Sie würden keinen Tempel vermissen, wenn sie Jesus hätten. Aber wir sollen nicht stolz sein gegenüber Israel, denn auch die heutige Christenheit verlässt ihren Gott, verlässt sein Wort und verlässt Gottes Willen und treibt Land auf, Land ab, tolle Dinge in den Gottesdiensten. Die Christenheit aus den Völkern muss sehr gut aufpassen, dass sie von Gott nicht eines Tages auch beiseite getan wird. Sie ist auf dem besten Weg dahin. Aber Israel wird sein Volk wieder annehmen und er wird sich seinem Volk wieder zuwenden, so wie Paulus sagt, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, auf das sie fallen sollten? Nein, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen uns das Heil geworden. Wenn aber ihr Fall der Welt Reichtum ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme sein, anders als Leben aus den Toten? Wenn die Vollzahl der Christen aus den Nationen eingegangen sein wird, dann wird auch Israel wieder Gegenstand der Aufmerksamkeit Gottes sein. Er wendet sich seinem Volk wieder zu, auch wenn Israel bis dahin noch einen sehr schweren Weg hat. Schwerer als die letzten 70 Jahre und schwerer als alles das,
was sie in den letzten 2000 Jahren erlebt haben. Die biblische Prophetie spricht davon. Aber wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Dieses Leben aus den Toten, das bietet uns Jesus heute schon an. Seien wir also klug und hören wir hin, wenn Gott redet und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht und weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Nicht Gottes Strenge, sondern Gottes Güte ruft uns. Alle, die an Jesus Christus glauben, die haben einen Priester, einen hohen Priester. Die haben ein Opfer, einen Tempel, Vergebung, Heil, Reinigung, Hilfe, Segen, alles in Jesus Christus. Und alle Verheißungen Gottes sind in Jesus Christus, ja und Amen. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, sagt Paulus, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller, auch unser, auch Israel, erbarme. Was für ein großer Gott. Wir sind die Generation, die sehen, dass Israel wieder da ist. Wir dürfen und sollen hellwach sein. Gottes Segen Ihnen dazu. Amen. Wir singen das Lied Nummer 358, die Strophen 1 bis 3. Es kennt der Herr die Seinen. Für alle, die glauben, hoher Priester bist in Ewigkeit.
dass wir dadurch zum Heil gefunden haben und auch zum Vater in den Himmel und dass wir wissen dürfen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Dass wir in der Welt sind, aber nicht mehr von der Welt. Und dass alles gut geworden ist für uns auf Golgatha. Sowohl mit unserer persönlichen Schuld, als auch mit unserer Hoffnung, mit unserem Leben, mit dem, wonach wir streben, wonach wir suchen. Alles das finden wir in dir. Und es ist in dir da und uns beigelegt im Glauben. Hilf uns, dass wir daran auch immer neu denken und darin auch wachsen und darin auch mutig sind, auch in der Zeit, in der wir heute leben, Menschen sind, die weitergeben von deinem Zeugnis. Segne uns dazu und danke dafür, dass wir wissen dürfen davon aus deinem Wort. Wir möchten dich auch bitten für jeden Einzelnen von uns, der hier ist, vielleicht mit seiner persönlichen Not, mit seinen persönlichen Sorgen, Fragen, Krankheiten, dass du bei uns sein möchtest, dass du jeden Einzelnen von uns segnest und deine Hand auf uns legst. Danke, dass wir in dir Hoffnung haben dürfen, wahres Leben und Frieden in unserem Herzen. Wir beten so, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz und wir singen das Schlusslied Nummer 358 im Strophe 46 und hören dann noch. Sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.